Guten Morgen. Oh Gott. Rief Daniel mich gerade an, als er gerade losgegangen ist, dass ich aber bitte runterkommen soll. Und ja, ich bin ein bisschen verunstaltet. Ich so, warum? Ich bin noch im Schlafanzug. Ich bin da überhaupt gar nicht fertig gemacht. Ich will jetzt einfach was frühstücken. Ja, hat mir nicht gesagt, warum, komm einfach. Steht da draußen. Was macht der denn? Hä? Er wäre im Haus, weil es klang so. Aber anscheinend nicht. Und warum zum Henker findet Daniel immer irgendwo irgendwelche Bücher? Ich meine, gut, Calendar Girl ist jetzt nicht so das, was ich jetzt brauche, weil da habe ich den ersten Band ja gehabt und fand ihn doof. Also nicht so für mich gedacht. Es ist alles sowas anscheinend. Was hätte man da lassen sollen? Hätte er mal da lassen sollen. Es ist alles nicht so ganz meins. Ach, Lara Adriana, guck mal einer an. Was haben wir hier? Ist auch so ein Quatsch. Ach, nur so ein Blödsinn. Kann nur noch Post wenden, wieder weg. Oh Gott, ey. Wer liest denn sowas? Ich nicht. Ach, guck an. Hab ich das nicht sogar noch hier? Ist das nur Lara Adrian? Guckt mal einer, schau. Ist das nicht auch noch hier? Nur Lara Adrian. Tja, okay. Das war nichts für mich. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ist vielleicht auch ganz gut so. Braucht jemand Bücher? Sagt mir Bescheid. Oh Gott. So, gleich entscheidet sich, ob ich morgen eine Lektion mit dem Fahrrad fahren kann oder nicht. Gleich komme ich in den hinteren Park. Mal schauen, wie es da aussieht mit Pfützen und so. Und wenn keine Pfützen sind, nur ganz wenige, dann fahre ich mal ein letztes Mal. Okay, es sieht gut aus. Ich bin bis jetzt noch keiner einzigen Pfütze begegnet. Das heißt, ich werde morgen eine kleine Abschlussrunde drehen. Eine große Abschlussrunde. Eine größte Runde. Ich habe sogar vergessen, das zu erweitern. Heute fällt mir gerade auf. Mist. Schade. Ich werde morgen sogar noch eine größere Runde. Ich habe vergessen, das zu erweitern. Das gibt es doch gar nicht. Das war schon komisch, ganz Wege lang zu laufen, wenn man sonst nur gefahren ist. Überhaupt hier lang zu laufen. Hörte mich überhaupt ein bisschen windig. Ein anstrengender Arbeitstag geht zu Ende und ich werde heute zum letzten Mal in diesem Jahr mein Fahrrad rausholen. Und tun mit dem Fahrrad fahren. Ich muss gleich noch mal gucken, wo ich die Runde erweitere, weil ich es vergessen habe. Ärgert mich ein bisschen, aber egal. Das will ich jetzt noch machen. Ich kann ja schlecht während des Fahrens auf das Handy gucken und gucken, wo ich überhaupt bin. Deswegen gucke ich jetzt nach, wo ich die Runde erweitere. Ich weiß es schon ungefähr, aber es ist vielleicht besser, direkt nachzugucken und sich den Weg einzubringen. Ich weiß gar nicht, wo ich denn hin. Ach, ich bin hier. Ach, guck an. So weit. So weit. So weit voraus. Ohne Kopfsteinpflaster. Ich bin gestern den Weg mit Kopfsteinpflaster gelaufen, den ich ja schon mal mit dem Fahrrad gefahren bin. Mal mit dem Fahrrad gefahren bin, eine Woche lang. Zu Fuß geht das ja, sonst nicht. Wo bin ich denn hier? Ach du schrecklicher Schrecken. Okay, das muss ich anders machen. Ich dachte, ich könnte da vielleicht, aber das ist ja eine Riesenrunde dann. Okay.
Okay. Dann gehe ich heute diesen Weg lang, der mich in Österreich erinnert. An ein Gebirge, das genauso heißt wie ein Gebirge. Mein Lieblingsgebirge in Österreich. Einige wissen jetzt vielleicht nicht, welchen Weg ich meine, oder welche Straße ich meine. Also, wie sie Straße heißt, der Weg heißt. Die mich länger verfolgen und das vielleicht wissen. Keine Ahnung, ob ihr es merken könnt. Wenn ihr es merken konnte, schreibt es in die Kommentare bitte rein. Ich bin gespannt, ob es jemand weiß. Da laufe ich heute den kompletten Weg lang. Da freue ich mich ja richtig drauf. Fahre ich. Ab morgen wird gelaufen. Aber ja, das ist dann quasi mein Weg heute. Meine Rundenerweiterung. Das kann ich mir merken. Das ist gut, weil ich dachte erst in da lang, aber da geht es ja überhaupt gar nicht mehr rüber. Da vielleicht, ja, das ist weit, weit hinten. Das machen wir mal später. Dann gehen wir halt so rückwärts. Ja, alles klar. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, oder? Aber gut, das kann ich mir merken und da fahre ich jetzt lang. Ich nehme euch dann nicht mit, ich habe das Handy bei, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwas mitfilmen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ab morgen wieder. Ich freue mich. Bevor ich losgehe, wir haben ja jetzt unsere neue Spülmaschine. Da ist sie. Noch nicht mit Tür, die steht noch da. Allerdings, Moment, ich habe mich gar nicht mehr. Allerdings haben die Leutchens trotz Auftrag unsere alte nicht mitgenommen, weil noch Wasser drin war. Und die nicht mitnehmen wollten. Und wir auch denken so, was machen wir jetzt damit? Wir können das Wasser nicht rausholen. Wir können die nicht irgendwo hinstellen. Die steht jetzt also quasi vor unserer Wohnungstür, was sehr suboptimal ist. Das heißt, eine wird ja nachher nochmal Auto, hat schon Auto angerufen, weiß ich nicht, weil das zu kommen. Und fragen, was das soll, weil die kassieren ja Geld dafür. Ich glaube, nehmen die Geld dafür, dass sie das mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wo der extra Geld bezahlt hat. Jedenfalls der Beauftragte, dass sie es mitnehmen und sie haben es nicht mitgenommen. Und das ist einfach ein bisschen frech, weil wir können ja nicht einfach die hinstehen lassen. Ja, ist ein bisschen doof. Jetzt wird die da wahrscheinlich mehrere Tage da stehen, bis wir gucken, was wir wieder machen. Wir können hier nicht in den Müll schmeißen. Das ist, also das ist echt ein bisschen bescheiden, weil da Wasser drin ist. Aber wie sollen wir das Wasser da rauskriegen? Wir können es ja schlecht hier ausschütten oder sowas. Oder das Wasser absaugen oder... Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser drin ist. Wieso ist überhaupt Wasser in der Spülmaschine unten drin? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Und dann war heute Morgen schon sehr genervt davon. Ja, sehr genervt davon, was ich auch verstehen kann, weil man hat es extra gebucht, dass das mitgenommen wird. Ja, Leute von heute. Das sind so die Fakten. Mal gucken, wie ich mit der Spülmaschine klarkomme. Er hat mir jetzt schon mal gezeigt, was ich drücken muss. Aber so ganz genau muss man sich da erstmal reinfuchsen. Aber ich glaube, er hat die vorhin schon komplett angemacht. Ich weiß gar nicht, aber schon mit Geschirr. Weil ich muss sie erstmal leerlaufen, ne? Keine Ahnung, ob sie erst leerlaufen lassen hat und dann Geschirr gemacht hat. Muss ich ihn nachher mal fragen. Aber ich war ja in 3 Meetings heute nonstop, während die hier kamen. Und deswegen habe ich da keine Ahnung von. Ich bin nur ganz kurz mehr rausgeswitcht als... so quasi, dass der Übergang war von einem Meeting zum anderen Meeting, habe gefragt, wie geht's denn nun, damit ich weiß. Aber das war auch wirklich nur 2 Sekunden oder 2 Minuten maximal, um dann wieder zurück zu switchen, weil 2,5 Stunden Meeting. 3 Stück. Ohne Pause. Er musste mir sogar den Kaffee machen, den zweiten. Ich war so hundemüde schon wieder und hatte keine Zeit, mir einen Kaffee zu machen zwischendurch. Sowas mag ich nicht. Und sowieso dieses Zuhören, ich finde das so furchtbar, wenn dann ganz viel diskutiert wird oder sonst irgendwie, finde ich nicht so prall. Also wenn 2 vor allem nur diskutieren und dann man dann nur zuhören kann und da nichts dazu beitragen kann oder nichts machen kann, einfach also zuhören, finde ich es sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber egal. Ich habe es überlebt und ja, Feierabend. Okay, dann werde ich mal lostappeln. Sonne scheint, alles ist toll. So, Kaffee und Reis ist am Start. Natürlich meine Lieblingstasse. Wenn sie da ist, nehme ich sie. Darf niemals kaputt gehen. Ich habe jetzt das Schreibtagebuch bearbeitet und hochgeladen. Beziehungsweise es lädt noch hoch. Es sind nicht ganz 20 Minuten online.
Und werde ich jetzt eine Stunde lang lesen. Sogar ein bisschen über eine Stunde. Es ist jetzt 15.44 Uhr. Der Akku ist leer und ich werde ihn gleich wechseln. Und werde bis 17 Uhr lesen. Und dann habe ich eine kleine To-Do-Liste. Und ich möchte heute Abend auch endlich wieder meine Schreibzeit nehmen. Die habe ich jetzt in letzter Zeit sehr vernachlässigt, immer zwischendurch was gemacht. Und ich merke, dass ich wieder eine Routine brauche. Von daher nehme ich mich heute Abend. Ich sage euch jetzt nicht, was ich jetzt lese, weil das würde zum Schreibmarathon vorgreifen. Deshalb wird erst im nächsten Vlog wieder über das Lesen, was ich lese und so berichtet. Und jetzt einfach nur, dass ich lese. Genau. Und ich habe mir diese Kekse gekauft. Warum ist die Dose so klein? Ist fast leer. Verraten, warum es schon 10 Uhr ist. Also gleich. Ein paar Minuten. Geht doch gar nicht. Ist doch völlig unmöglich. Oh. Ja. Ich zeige euch gleich mal was. Deswegen renne ich euch ganz hier durch die Gegend. Ich habe nämlich. Warte, ich muss woanders hingehen, damit man die Musik nicht hört, die da so laut hat. Oh Mann. Musik. So. Zum Glück ist die Wohnung groß genug. Also, Daniel hatte gestern die hier mitgebracht: Chupa Chups Grape Flavor. Und eins mit Erdbeer, das ist aber seins. Und die schmeckt super. Da ist noch ein Schluck drin, den werde ich jetzt mal austrinken. Hier blinkert es noch ein bisschen. Und ja. Ich bin so müde. Ich wurde, wie gesagt, nach diesem Meetingsgedüngse würde ich nicht mehr wach. Also, es war vorher schon schlimm, aber irgendwie ist heute so ein Schlaftag. Aber gut, dieses Hörnchen da vorne. Apropos Hörnchen, im Buch kamen tatsächlich auch Eichhörnchen vor. Eins ließ ich sogar fotografieren. Das war ja so eine meiner Lieblingsstellen, ne? Mhm. Ja, gut. Ich muss mich fertig machen. Ab ins Bett. Hoffentlich durchschlafen. Hoffentlich ohne Katzenstress. Wobei, um 4:30 spätestens kommen sie wahrscheinlich angetrippelt. Oder zumindest mir. Bis morgen. Hallöchen. Fragt ihr euch auch immer wieder mal, warum euch keine Eichel oder Kastanie auf den Kopf fällt? Also ich frage mich das immer wieder und eben gerade fiel genau neben mir eine Kastanie runter. Ich habe es nur so fallen und plumps. Das war echt knapp. Oh Mann. Ich habe meine erste Kastanie gestern schon hier mitgenommen. Ich habe es angehalten mit dem Fahrrad, um die aufzusammeln. Vorgestern waren alle noch zu und gestern haben wir eine offen. Also mehrere, aber die erste, die ich gefunden habe, nehme ich mit. Die erste Kastanie des Jahres ist quasi meine Kastanie. Meine Herbstanfang-Kastanie. Ich letztes Jahr auch schon gemacht. Das war das erste Mal, dass ich was gemacht habe. Aber ist egal, ab sofort ist es immer so. Ich bin beschlossen, die erste Kastanie, die ich finde, nehme ich mit. Und dann ist der Herbst da. Und es ist sehr warm. Und was ist der totale Gegensatz zu einer Kastanie? Eine kleine Feder, die runter segelt. Was ist hier los heute? Ah, herrlich. Hallo, ich bin wieder zurück. Wie mir unschwer erkennen kann. Und habe auch die Kastanien mal mitgenommen, um sie euch zu zeigen. Ich habe mir jetzt meinen dritten Kaffee gemacht. Ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Man sieht auch gar nichts, das ist auch schön. Fokus. Ne? So. Und die allererste Kastanie. Gestern glänzte sie noch, heute nicht mehr. Naja, so ist dem halt, ne? Verschrumpelt ja auch immer so schnell. So, mein Plan heute, ich würde super gerne mein Buch, ich wollte es euch gerade zeigen. Aber das geht ja nicht, dann greife ich ja im Lesemonat vor. Ich würde gerne mein Buch heute auslesen wollen. Was ist eigentlich morgen? Beziehungsweise sitzt auch im Schreibtagebuch. Mhm. Im Lesetagebuch. Heute ist aber ab hier. Im Lesemarathon. Meine Güte. Ich habe nur noch 70 Seiten und ich würde es gerne heute auslesen wollen. Gucken wir mal, ob es klappt. Ich werde aber erstmal nur ein Kapitel lesen und dann das Video für heute schneiden. Gedreht ist es schon, da steht nur das Stativ. Weil ich hier gedreht habe, weil das einfach das. Ja, ich muss mir das anders einfallen lassen. Ich brauche ein langes Verlängerungskabel. Weil ich würde gerne Hörspiele in der Ecke da filmen, also da, wo unser. Da,
vorne, die kommt da. Da hinter der Tür ist ja CD-Regale, wo eben die ganzen Hörspiele drin stehen auch. Unter anderem, also alles, was CD betrifft. Außer Hörbücher, die stehen woanders. Steht halt drin. Und die Ecke ist aber so dunkeldüster. Ich habe es versucht, aber es stellt überhaupt gar nicht scharf. Man würde überhaupt nichts erkennen. Und ich würde meine Filmleuchte gerne hinstellen wollen. Problem bei der Filmleuchte ist, die hat ein mega kurzes Kabel, also verhältnismäßig richtig kurz. Und hier in der, also an der Tür oder so in der Nähe, gibt es keine Steckdose. Ich weiß nicht, ob das. Naja, nee, hat ja auch keine. Die nächste Steckdose in der Nähe ist hinter deines Nachttischchen. Ich habe übrigens noch eine Steckdosenleiste, eher nicht. Und ist sowieso alles da hinten voll, weil er seinen ganzen Krempel da hat. Von daher habe ich da vorne keine Steckdose. Das heißt, ich müsste mit dem Kabel irgendwie bis in mein Zimmer rüber. Oder das Wohnzimmer, ist egal, aber mein Zimmer ist wahrscheinlich ein bisschen näher dran, weil es halt eben eine Tür der Steckdose gibt. Aber es klappt nicht mit dem Kabel. Brauche ich irgendwie die Verlängerung. Ich bin dann die Frage, ob wir irgendeine Verlängerung haben, die man da einfach ranböpsen kann. Aber ich glaube, wir haben gar keine mehr. Ja. Mein Steckdose hat ja auch schon geblinkt. Also der Schalter geblinkt und gerauscht die ganze Zeit. Also so gesummt. Jetzt habe ich ein neues. Jetzt ist dieses Geräusch nicht mehr und es blinkt auch nicht mehr. Ja. Also schwierige Kiste. Muss ich mal gucken. Aber okay. Anderes Thema. Ich lese jetzt und werde dann das Video schneiden. Dass ihr gleich heute was zu sehen bekommt. Genau. Und das habe ich nicht mehr so viel auf dem Zettel heute und von daher wird heute ein Lesetag eingelegt, einfach mal so. Weil ich habe ja, ich habe vorhin von Hugendubel die Nachricht bekommen, dass das nächste Buch auf dem Weg zu mir ist. Ipabli hat auch schon gebucht, das nächste Buch, was ich bestellt hatte. Also von daher dürften in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, eigentlich 3 Bücher eintrudeln, die letzten 3, die noch fehlen dieses Jahr. Hahaha, nee, diesen Monat. Und ich würde sie halt gerne noch alle lesen wollen. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich mich jetzt ranhalte. Bin 10 genug gesabbelt. Ich finde das hier schon wieder nicht. Habe ich gar nicht aufgenommen die ganze Zeit oder was? Kasten am Krübel bekommen und hier ist Päckchen. Das hat man noch nicht gemerkt. Scheiße. So. Nochmal. Versuch der dritte, ja? Ja. Gut, dann gucken wir mal nach. Guck mal nach. Was Betty da wieder bestellt hat. Ich habe nichts bestellt. Meine Bestellungen sind noch nicht angekommen. Du bestellst immer unter meinem Namen. Das wird sein. Ja. Deswegen kommen immer so viele Sachen. Dann gebe ich für mich an. Aber eigentlich hast du die ja bestellt, oder? Ja, ja. Selbstverfreilich. Mindestens, oder? Natürlich, natürlich. Ja. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. So viel kann ich doch gar nicht alleine bestellen. Richtig. Ein Fuß. Und du schmeißt doch nicht alles so und kriegst deine Karte doch noch Angst, wenn du da rumwappelst. Aber der Hunger ist größer. Geht immer nur ein Stückchen weg, völlig ängstlich. Und dann, okay. Noch ein Fuß. Sieht aber schon anders aus, oder? Ja. Der andere sah ein bisschen besser aus, oder? Ach. Was du nicht sagst. Hast du doch ich denke, es sah aus wie auf dem Bild, hast du gesagt. Ja. Das ist wohl eher so die. Hast du das Bild abgespeichert, damit du es sehen kannst? Natürlich. Das ist wohl eher so die günstige China-Variante, die etwas seltsam aussieht. Man kann keinen Mund öffnen. Wow. Naja. Das ist ja. Das ist nicht so toll, ist auch nicht so schön. Aber das andere sah doch viel besser aus, oder ja, bin natürlich. Ich jetzt verrückt? Ja. Das sah ja auch besser aus. Der sah viel flauschiger aus, oder? Ja. Naja. Aber ich muss das nicht anziehen. Doch. Oh nee, das ist doch alles nicht wahr. Komm, zack, zack. Ja, zerarbeiteten Bauch ist ja schon mal schön. Was wird es denn auch da drin? Weiß ich nicht. Handschuhe. Schon Gummiflocken. Was ist denn, ey? Naja, hat mal wieder was Neues. Also abbilden wir auf dem Foto, ja? Moment. Da ist das Foto. Siehe Unterschied. Ich glaube nicht Abbildung wie auf dem Foto. Nein. Ach, nicht bei weitem nicht. Nicht mal annähernd. Zieht sie Schlafzeug über? Ja, geht ins Bett. Geht jetzt ins Bett? Na genau, Tag schon müde, passt ja. Oh, na toll. Es wird aber schön schwitzen hier, ne? Ja, wieso? Plastik? Ja, das haben die anderen auch. Ja.
aber das ist normal. Extrem. Ja, ja. Kommst du überhaupt drin? Ja, ich hänge mir am Popo fest. Ach so, der Popo wieder, ja? Nee, der fehlt auch. Na super. Der fehlt Katze ja alles. Na super. Was ist eine Katze ohne Schwanz, bitte schön? Eine schwanzlose Katze. Na super. Die extra günstige, ja, ja. Fallen auch schon fast ab. Die extra günstige China-Version. Ja, vergesst deine Handschuhe nicht. Erstmal den Kopf. Ja. Ja, willst du es eigentlich noch sagen? Also, das sieht ein bisschen aus wie ein Wolf oder so. Ja, ne? Aber nicht wie Kater. Ist klar. Und dafür hat er einen sehr krümeligen Bauch. Ja, wollte ich gerade sagen. Mach mal einen Wolf draus. Fünf Finger. Ich flipp aus. Five Finger? Was ist denn da los? Ich weiß ja auch nicht. Oh, die Nase sieht scheiße aus. Das sieht aus, wenn da ein roter Popel dran hängt, der fast runterfällt. Oh, weia. Ja. Nein, das geht gar nicht. Das sieht so scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Ja. Dann kommt der Post wieder zurückschicken. Ja. Nicht gut. Willst dich mal drehen ein bisschen? Langsam! Meine Güte. Also, der schöne Katzenschwanz, habt ihr alle gesehen? Der imaginäre Stab. Dann diese... Bleib doch mal... Diese wunderschöne Nase. So schön aufgesetzt. Ja, kann sich wieder drehen. Nein. Nein. Nope. Nope. Jetzt hast du Tweety bald ohne Silvester.